Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stoltenberger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann mach es genau jetzt, damit du gar keine Spielform, Schnelligkeitsübung, Passübung und mehr verpasst. Also abonniere mich genau jetzt. Ja, was habe ich heute Schönes für dich? Eine Spielform. Ja, wer kennt es nicht? Im Abschlusstraining das 4 gegen 4 hier im Zentrum der Weißen gegen die Blauen. Allerdings hier auch mit 4 Anspielmöglichkeiten jeweils zur offensiven Hälfte an den neben den Toren und an den Seiten, die dann für die offensive Mannschaft als weitere Anspielmöglichkeit dient. Die beiden haben alle direktes Spiel, sollen sich ein bisschen bewegen, nicht so wie jetzt hier zu sehen ist, sondern sollen ein bisschen tänzeln und nicht direkt an der Linie kleben, sondern ein bisschen auch von hinten kommen, damit sie in den Ball rein starten können und dann ablegen, wie in diesem Falle, um dann viele Torschüsse zu haben in dieser Übung und auch viele Torschüsse zu kreieren, in Überzahlsituationen zu kommen und so auch das direkte Spiel zu fördern. Ja, die Jungs sollen ja hier 2,5 bis 3 Minuten Vollgas geben und sollte man dann ein Tor machen, wie es jetzt hier der Fall ist, dann bleibt man natürlich im Ballbesitz. Der Torwart muss schnell auch schalten, den nächsten Ball reinbringen und dann immer wieder zu Abschlüssen kommen. Eine sehr, sehr nice Übung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da viel drin steckt. 1:1, Zweikämpfe, Abschlüsse und. Also, falls ihr sie noch nicht kennt, aber ich glaube, ihr kennt sie, dann macht's doch mal. Macht's auch mit Anspielern. Oder bringt auch als Variante gerne einen Überzahlspieler ins Zentrum rein, nimmt die Außen weg. Das ist natürlich immer dann, je nachdem, wie viele Spieler ihr zur Verfügung habt, dann ein bisschen variabel. Ja, schön, dass du wieder dabei warst bei meinem Fußballtraining. Ich freue mich auf Feedbacks und lass ruhig einen Kommentar da. Bis dann. Ciao, ciao.